ganz viel von dem abmildert, womit wir es gerade zu tun haben. Ein Paradebeispiel für Menschen, die für Menschen da sind. Hans-Peter steckt mitten in den Vorbereitungen. Heute Abend veranstaltet der 64-Jährige in seiner Wohnung ein Weihnachtsessen. Eingeladen sind Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Nachbarschaft. Viele von ihnen sind in den vergangenen Monaten vor dem Krieg in ihrer Heimat nach München geflohen. Auch wenn sie sozusagen geflüchtet sind oder gerade weil und aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld gerissen sind, die wir versuchen jetzt sozusagen so eine Art, naja, Familie ist ein bisschen übertrieben, aber einfach ein neuer Kreis zu sein für diese ukrainischen Gäste hier. Das Abendessen heute besteht aus Gastgeschenken und gespendeten Lebensmitteln. Seit einiger Zeit sammelt der Geschäftsführer einer Werbeagentur Brauchbares in der Nachbarschaft, das sonst im Müll gelandet wäre. Er verteilt es an alle, die damit etwas anfangen können. So hat er auch seine Gäste kennengelernt. Letztlich ist es heute, ich sage jetzt mal salopp gesagt, eine Lebensmittelverteilung in der anderen Form oder so. Mehr ist es eigentlich nicht, weil die Lebensmittel, die halt die Leute sonst bei der Verteilung kriegen würden, die essen wir heute gemeinsam und feiern damit. Sprachlich ist es noch etwas schwierig, aber für das Gemeinschaftsgefühl braucht es nicht viele Worte. Bei den Vorbereitungen hat die Ukrainerin Natalia Mutrenko geholfen. Sie ist vor 3 Jahren der Liebe wegen von Kiew nach München gezogen. Sie ist sehr berührt von den Geschichten ihrer neuen Nachbarinnen und Nachbarn. Jeder hat schon traurige Erfahrungen und aufgrund, warum sie hier angekommen sind. Und fast jeder hat Haus verloren oder Wohnung. Ungefähr 15 Leute drängen sich in der kleinen Küche. Es wird gemütlich in Hans-Peters Wohnung. Die Einladung ist für viele eine willkommene Ablenkung von der schwierigen Situation in der Heimat. Andere erinnert der gesellige Abend an bessere Zeiten. Es ist sehr schön, neue Menschen kennenzulernen und diese Atmosphäre, Weihnachtsatmosphäre zu erleben mit Ukraine. Ich fühle mich wie mit meiner Familie. Nicht zu Hause, aber trotzdem sehr gut. Auch für Hans-Peter ist der Abend ein voller Erfolg. Da sieht man eigentlich, was Nachbarschaft alles vermag, wenn man sie denn lebt. Jeder hier hat seine eigene Geschichte, gehört einer anderen Religion an und schaut in eine andere Zukunft. Aber für alle ist der Abend ein Fest der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes.